Wenn jemand in unserer Nähe Worte wie Neger oder Zigeuner in den Mund nimmt, haben wir direkt ein ungutes Gefühl. Mit der Entwicklung zu einer multikulturellen Gesellschaft hat sich auch unser Wortschatz verändert. Deswegen wurde vor einigen Jahren zum Beispiel der Kinderbuchklassiker Pippi Langstrumpf von Astrid Lindgren sprachlich nachgebessert. Aber muss das wirklich sein? Und muss Jugendliteratur wirklich die Realität ganz genau abbilden? Wir haben bei Studenten der Hochschule der Medien nachgefragt. Wie findest du es, dass Pippi Langstrumpfs Vater jetzt nicht mehr der Negerkönig sein darf? Finde ich eigentlich gut, weil ich finde, Neger ist ein ziemlich veraltetes Wort und es gibt eigentlich viel schönere Begriffe dafür. Oder man kann ein bisschen kreativ sein und sich einfach was Neues einfallen lassen und nicht irgendwelche traditionellen Worte verwenden, die einfach irgendwie eine andere Bedeutung auch oder eine negative Bedeutung haben könnten. Also meiner Meinung nach finde ich, dass das nicht hätte geändert werden sollen, da das ein etabliertes Buch ist, das in der Vergangenheit geschrieben worden ist und man dazu stehen sollte, wie das früher gehandhabt wurde und nicht jetzt durch neue Problematiken, die vielleicht aufgekommen sind, alte Bücher abändern sollte. Das finde ich, um ehrlich zu sein, recht unnötig. Als ich in dem Alter war, dass ich Pippi Langstrumpf gelesen oder gehört habe, war mir nie bewusst, dass Neger ein Schimpfwort ist. Für mich war das halt einfach der Vater von Pippi Langstrumpf. Abgesehen von Fantasy-Büchern, wie gesellschaftsnah muss denn dann zum Beispiel ein Roman oder ein Krimi deiner Meinung nach sein? Ich glaube, man kann am besten über das schreiben, was man selbst fühlt als Autor und was man sich selbst vorstellt. Und wenn man das dann so preisgibt, dann kann die Geschichte für die Kinder auch am besten sein. Wenn man jetzt als Autor dann da sitzt und sich überlegt, ich muss jetzt noch irgendeine Quote erfüllen von was weiß ich, wie vielen Menschen oder Tieren oder sonst irgendwas, dann ist das sehr einschränkend für den Autor und das finde ich nicht so toll. Meiner Meinung nach sollte das jeder Autor selber für sich entscheiden, ob er die Problematik in sein Buch einfließen lassen soll. Ich würde da keine Quote oder sowas jetzt direkt einführen, dass das jedes Kinderbuch beinhalten muss, sondern dass das, wie gesagt, der Entscheidungsmacht des Autors überlassen werden sollte. Deshalb ist es ja Literatur, dass man Freiheit hat. Ich finde fiktionale Geschichten sehr schön, aber wenn eine gewisse Realität in den Geschichten vorhanden ist, ist es auch sehr schön, weil dann einfach auch die Realität eine Rolle spielt und die Kinder einen Bezug haben und auch bestimmte Problematiken der Gesellschaft einfach spielerisch näher gebracht werden. Man sieht, die Frage, ob und inwiefern alte Jugendbücher an den heutigen Stand der Dinge angepasst werden müssen, ist und bleibt umstritten. Eine einheitliche Meinung darüber, ob ein neues Jugendbuch die Gesellschaft widerspiegeln muss, gibt es anscheinend auch nicht. Letztendlich entscheidet sich wohl beides daran, welche Aufgabe und welchen Einfluss man Büchern zuschreibt.